eigentlich, um ein Abendmahl zu feiern? Zunächst wird erst einmal ein Pfarrer benötigt, der dieses feiert und hält. Dann braucht man noch einen Altar, auf dem die Gegenstände zum Abendmahl stehen. Diese Gegenstände sind zunächst einmal etwas Wein. Diesen Wein trinkt man natürlich nicht aus der Flasche, sondern aus einem Kelch. Jedoch sind die Gegenstände noch nicht vollständig, denn es wird zudem noch etwas Brot benötigt. So, nun ist alles beisammen, was man für ein Abendmahl braucht. Doch was haben diese Gegenstände überhaupt auf sich? Und warum wird das Abendmahl eigentlich gefeiert? Das wird nun im Folgenden erklärt. Wieso eigentlich in der Kirche das Abendmahl gefeiert wird, wollen wir heute einen echten Insider dazu besuchen. Den Pfarrer Bergau aus der Kirchgemeinde Werbach. Dazu habe ich mir einen Termin bei ihm geben lassen und deshalb gehen wir jetzt in das Pfarramt. Guten Morgen, Herr Bergau. Danke, dass Sie Zeit für uns haben und dass ich ein Interview mit Ihnen führen darf. Ja. Meine Frage gleich an Sie ist, wieso wird eigentlich in der Kirche das Abendmahl gefeiert? Das Abendmahl wird gefeiert, weil Jesus Christus und der Herr uns dies aufgetragen hat. Das Mahl der Gemeinschaft. Das wird miteinander feiern, weil er da in unserer Mitte ist. Im Brot und im Wein. Und Gastweis sollen dann die Symbole sozusagen für das Abendmahl sein? Ja, das Brot ist aber noch mehr als ein Symbol, denn wenn wir das Brot essen, erinnern wir uns nicht nur an Jesus, sondern er hat gesagt, das ist mein Leib, ich selber bin dann ganz bei dir, wenn du dieses Brot isst. Und bei dem Wein das Gleiche. Er will uns damit unser Leben erneuern, unsere Schuld vergeben. Und wieso eigentlich dann diese zwei Geräte durch? Ja, das ist einmal das Gefäß für das Brot. Es ist ein flaches Brot. Das erste Abendmahl wurde in Israel zum Passa gefeiert. Das heißt, da wurden nur ungetriebene Brote benutzt. Und so haben wir im Gedächtnis an dieses erste Mal auch ein ungetriebenes Brot, eine Oblate, die wir dazu nutzen. Der heißt Hostie. Daran befindet sich hier zum Beispiel das Lamm Gottes oder der Gekreuzigte. Und der Kelch ist der Kelch des Segens beim Passamahl, hat ihn Jesus herumgehen lassen und hat sich mit diesem Segen Gottes verbunden. Er hat gesagt, ich will euer Friede sein, ich will bei euch sein. Aha, sehr interessant. Und wie wird es heutzutage in der Kirche gefeiert? Es wird in der Kirche meist im Gottesdienst gefeiert. Wir haben ganz selten einmal eine Sonderfeier, aber im Gottesdienst zum Beispiel in großer Runde, wo sich die Gemeinde um den Altar sammelt und das Mahl ausgeteilt wird, nicht allein vom Pfarrer, sondern auch vom Kirchvorsteher, die damit aufgerufen werden dazu. Oder es wird als Tischabendmahl gefeiert, wenn man eingeladen wird zu Kranken oder zu alten Menschen, die nicht mehr aus dem Haus gehen können. Sterbeabendmahl, wie es früher gefeiert wurde, ist es für uns nicht mehr, denn das Abendmahl ist ein Mahl des Lebens, weil Jesus das Leben ist. Danke. Und als letzte Frage hätte ich dann noch, ab wie vielen Jahren oder für welche Gruppe ist das Abendmahl eigentlich gedacht? Eigentlich darf das Abendmahl jeder Getaufte nehmen, aber da wir schon kleine Kinder taufen und sie um das Mahl noch nicht Bescheid wissen können, das Mal dann nach der Konfirmation, also nach der Ausbildung, Unterricht gefeiert. Dann möchte ich mich für das informative Interview bedanken und mich verabschieden. Danke. Danke. Tschüss. Dankeschön. Auf dem Bild ist das letzte Abendmahl dargestellt. Es wurde 1494 von Leonardo da Vinci gezeichnet. Das letzte Abendmahl soll darstellen, dass es das letzte Mal von Jesus mit den Jüngern vor seiner Kreuzigung ist.